Die Müllverbrennungsanlage Nürnberg ist rund um die Uhr in Betrieb. Und das an 365 Tagen im Jahr. Jeden Tag werden bis zu 900 Tonnen Müll angeliefert und in unseren drei Verfahrenslinien verbrannt. Die Schranke zur Anlieferhalle wird im Laufe eines Jahres über 55.000 Mal für die Müllfahrzeuge geöffnet. Dann wird die Ladung über eines der 8 Tore in den Müllbunker gekippt. Der Abfall wird mit dem Greifer der Krananlage aufgegriffen und an den Seiten des Müllbunkers auf eine Grundfläche von 600 Quadratmeter aufgestapelt. Im Müllbunker können so bis zu 9.500 Tonnen Restmüll zwischengelagert werden. 85% des angelieferten Restmülls ist Abfall aus der Grauen Tonne. Die restlichen 15% stammen aus Gewerbebetrieben der Region. Um eine gleichmäßige Abfallqualität zu erhalten, wird der Müll gemischt. Danach wird das Gewicht des Abfalls erfasst und der Greifer wirft ihn in den Aufgabetrichter. Der Kranführer bedient die Krananlagen und hat ein wachsames Auge auf die Müllstapel und den Kippbereich. Damit kann er sich entwickelnde Brände frühzeitig erkennen und mit den installierten Löscheinrichtungen bekämpfen. Er wird dabei durch eine Infrarotkamera unterstützt. Die Kamera scannt die Oberfläche des Müllbunkers ab und alarmiert den Kranführer bei Überschreitung von festgelegten Temperaturen. Der Heizwert des angelieferten Restmülls, ein Maß für den Energiegehalt, liegt in der Größenordnung von Braunkohle. Der Abfall wird im Feuerraum auf einer Rostfläche von 40 Quadratmetern verbrannt. Jede zweite Roststufe ist beweglich. So kann der Abfall transportiert werden. Für die Verbrennung ist Sauerstoff nötig. Ein Gebläse saugt Luft aus dem Müllbunker an und presst sie an die Unterseite des Rostes. Über spezielle Kanäle gelangt so der benötigte Sauerstoff in den Feuerraum. Bevor eine Verbrennungslinie mit Abfall beschickt werden darf, muss der Feuerraum auf eine Temperatur höher als 850 Grad Celsius aufgeheizt sein. Das Aufheizen erfolgt mit erdgasbetriebenen Gasbrennern. Ist der Feuerraum aufgeheizt, wird Abfall zugeführt und auf den Rost geschoben. In dieser Phase sind die Gasbrenner noch in Betrieb. Brennt das Müllfeuer stabil, werden die Gasbrenner ausgeschaltet. Durch die Verbrennung wird die Energie des Abfalls frei und nutzbar. Im Dampferzeuger wird damit Wasser verdampft. Der Dampf hat eine Temperatur von 405 Grad Celsius und wird mit einem Überdruck von 41 Bar über eine Rohrleitung an das benachbarte Heizkraftwerk der Energie übergeben. Die Energie setzt den Dampf aus Müll für die Strom- und Fernwärmeproduktion ein. Nach dem Verbrennungsprozess verbleibt ein mineralisierter Rückstand, die sogenannte Schlacke. Die Schlacke enthält Metalle, insbesondere Eisen, Kupfer und Aluminium. Die Metalle werden aussortiert und gehen an die metallverarbeitende Industrie. Der mineralisierte Bestandteil der Schlacke wird als Kies- und Sandersatz bei Baumaßnahmen eingesetzt. Staub- und schadstoffbelastete Rauchgase werden im weiteren Verlauf einer Rauchgasreinigungsanlage zugeführt. Aus Müll wird Wärme und Strom. Zudem ist der klimarelevante CO2-Ausstoß bei der Abfallverbrennung nur halb so groß wie beim Einsatz fossiler Energieträger. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg, ASN, leistet somit seinen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz.